Fjodor Dostojewski, Die Sanfte. Fünftes Kapitel, Die Sanfte revoltiert. Die Zwistigkeiten begannen damit, dass es ihr plötzlich einfiel, die Pfänder, die man uns brachte, nach ihrem Gutdünken und oft über den eigentlichen Wert hinaus einzuschätzen. Ein- oder zweimal ließ sie sich sogar herab, mit mir über dieses Thema zu streiten. Ich ließ mich aber nicht umstimmen. Da musste mir der Teufel diese Hauptmannswitwe schicken. Die alte Hauptmannswitwe brachte ein Medaillon, ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, selbstverständlich ein teures Andenken. Ich gab ihr darauf 30 Rubel. Sie begann zu jammern und zu bitten, man möchte ihr den Gegenstand ja gut aufbewahren, sie wolle ihn unbedingt auslösen. Selbstverständlich versprach ich ihr es, kurz und gut. Nach 5 Tagen kam sie wieder und bat, man möchte ihr das Medaillon gegen ein Armband, das höchstens 8 Rubel wert war, umtauschen. Selbstverständlich ging ich auf den Tausch nicht ein. Wahrscheinlich hatte sie schon damals etwas in den Augen meiner Frau gelesen, denn nach einigen Tagen kam sie wieder. Ich war gerade nicht zu Hause und meine Frau tauschte ihr das Medaillon um. Ich erfuhr davon noch am selben Tage und sprach mit ihr darüber sanft, aber fest und vernünftig. Sie saß auf dem Bett, blickte zu Boden und spielte mit der rechten Fußspitze auf dem Teppich. Es war ihre charakteristische Angewohnheit. Ein Lächeln, das nichts Gutes verhieß, spielte auf ihren Lippen. Da erklärte ich ihr, ohne meine Stimme zu erheben, dass es sich um mein Geld handle und dass ich das Recht hätte, das Leben mit meinen Augen zu betrachten und dass ich, als ich sie in mein Haus geführt, von ihr nichts verheimlicht hätte. Plötzlich sprang sie, am ganzen Körper zitternd, auf und begann, was glauben Sie wohl, wie wahnsinnig, mit den Füßen zu stampfen. Sie war in diesem Augenblick wie ein Tier, es war wie ein Anfall von Raserei, sie war wie ein rasendes Tier. Ich war starr vor Staunen. Einen solchen Auftritt hätte ich von ihr nie erwartet. Verlor aber nicht die Selbstbeherrschung, zuckte mit keiner Wimper und erklärte ihr mit derselben ruhigen Stimme wie vorhin, dass ich sie der weiteren Mitarbeit an meinem Geschäfte enthebe. Sie lachte mir laut ins Gesicht und verließ die Wohnung. Sie hatte aber gar kein Recht, die Wohnung zu verlassen. So war es noch während der Brautzeit zwischen uns abgemacht. Gegen Abend kehrte sie heim. Ich sagte kein Wort. Nächsten Tage ging sie gleich am frühen Morgen weg, am übernächsten wieder. Ich schloss das Geschäft und begab mich zu den Tanten. Mit den Tanten hatte ich seit der Hochzeit nicht mehr verkehrt. Weder ließ ich sie über meine Schwelle, noch gingen wir zu ihnen. Es stellte sich heraus, dass sie gar nicht bei ihnen gewesen war. Die Tanten hörten mir interessiert zu und lachten mich aus. Geschieht ihnen recht. Auf solchen Hohn war ich aber gefasst. Bei dieser Gelegenheit bestach ich die jüngere Tante, die Unverheiratete, mit 25 Rubeln und versprach ihr noch weitere 75. Nach 2 Tagen kam sie zu mir und meldete, hier ist ein Offizier, der Leutnant Jefimowitsch, ihr früherer Regimentskamerad im Spiele. War sehr erstaunt. Dieser Jefimowitsch hatte mir im Regiment am meisten geschadet. Vor einem Monat war der unverschämte Mensch unter dem Vorwande, etwas versetzen zu wollen, bei mir gewesen und hatte, ich weiß es noch genau, versucht, mit meiner Frau anzubandeln. Ich war damals an ihn herangetreten und hatte ihm bedeutet, er solle mit Rücksicht auf unsere früheren Beziehungen sich nie wieder unterstehen, über meine Schwelle zu treten. Dabei hatte ich mir aber nichts Besonderes gedacht, hielt ihn einfach für einen frechen Kerl. Da teilte mir aber die Tante mit, dass meine Frau mit ihm sogar schon ein Stelldichein verabredet hätte und dass eine frühere Bekannte der Tanten, eine gewisse Julia Samsonova, eine Witwe und dazu noch eine Oberstenwitwe, die ganze Sache deichsle. Zu diesem Frauenzimmer geht ihre Frau. Ich will das Bild abkürzen. Die Sache kostete mich
Im Ganzen etwa 300 Rubel. Dafür war ich nach 2 Tagen so weit, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, während des Stelldicheins meiner Frau mit Jefimowitsch im Nebenzimmer hinter einer angelehnten Türe zu stehen und das erste Zwiegespräch, das die beiden unter 4 Augen hatten, zu belauschen. Am Abend vorher gab es noch zwischen uns eine kurze, für mich aber allzu bedeutsame Szene. Sie kam wieder gegen Abend heim, setzte sich aufs Bett, sah mich spöttisch an und begann wieder mit dem Füßchen auf dem Teppich zu spielen. Wie ich sie so ansah, kam es mir plötzlich zum Bewusstsein, dass sie in diesem letzten Monat oder richtiger in den letzten 14 Tagen nicht ihr gewöhnliches Wesen, nein, ein ganz fremdes, dem ihrigen entgegengesetztes Wesen gezeigt hatte. Sie war plötzlich ein ganz wildes, aggressives, ich will nicht sagen schamloses, jedenfalls aber zügelloses Geschöpf geworden, das sich nach Stürmen sehnte, sie sogar förmlich heraufbeschwor. Dabei war ihr aber ihre natürliche Sanftmut im Wege. Wenn solch ein sanftes Geschöpf zu revoltieren anfängt und sogar jedes Maß überschreitet, kann man ihm doch immer ansehen, dass es sich dabei selbst Gewalt antut und die ihm angeborene Keuschheit und Scham unmöglich ganz unterdrücken kann. Daher überschreiten solche Naturen so leicht alle Grenzen, dass man seinen Augen gar nicht traut. Dagegen wird sich eine von Natur aus verderbte Seele bei solchen Anlässen immer im Zaume zu halten wissen. Sie macht es hässlicher, doch mit erheucheltem Anstand und maßt sich an, ihnen damit überlegen zu sein. Ist es wahr, dass man sie aus dem Regiment fortgejagt hat, weil sie aus Feigheit einem Duell ausgewichen sind? Fragte sie mich plötzlich mit blitzenden Augen. Ja, es ist wahr. Das Ehrengericht hatte mich aufgefordert, aus dem Regiment auszutreten, obwohl ich schon vorher um einen Abschied eingekommen war. Man hat sie doch als Feigling fortgejagt. Ja, so hieß es im Urteilsspruch. Ich hatte aber das Duell nicht aus Feigheit ausgeschlagen, sondern weil ich mich dem tyrannischen Urteil nicht unterwerfen wollte. Ich sollte nämlich jemand fordern, der mich gar nicht beleidigt hatte. Sie müssen wissen, dass die Auflehnung gegen solche Tyrannei und die Bereitschaft, alle Folgen dieser Auflehnung auf sich zu nehmen, einen viel größeren Mut bedeutete als jeder Zweikampf. Ich hatte mich eben nicht beherrschen können und meine letzten Worte klangen wie der Versuch einer Rechtfertigung. Sie schien aber nur darauf gewartet zu haben, um über mich in meiner Erniedrigung lachen zu können. Ist es wahr, dass Sie sich dann 3 Jahre lang wie ein Vagabund in den Straßen Petersburgs herumgetrieben haben, die Leute um 10 Kopeken angebettelt und sogar manchmal unter Billardtischen übernachtet haben? Ich will noch mehr sagen. Ich habe sogar oft im Nachtasyl am Heumarkt übernachtet. Ja, es ist wahr. Nachdem ich das Regiment verlassen hatte, habe ich viel Schmach erlebt und bin tief gesunken. Doch nie moralisch gesunken, denn ich selbst hasste am meisten meine Handlungen. Es war bloß ein Nachlassen meines Willens und meines Verstandes, hervorgerufen durch meine verzweifelte Lage. Nun habe ich das alles hinter mir. Ja, jetzt sind Sie ja eine Persönlichkeit, ein Kapitalist. Es war offenbar eine Anspielung auf die Pfandkasse. Ich hatte aber meine Selbstbeherrschung wiedergewonnen. Ich sah, dass sie noch weitere erniedrigende Erklärungen von mir erwartete, tat aber nicht den Gefallen. Wie gerufen klingelte in diesem Augenblick ein Kunde und ich ging ins andere Zimmer. Später, nach einer Stunde, als sie schon zum Ausgehen angekleidet war, trat sie plötzlich vor mich hin und sagte: »Warum haben Sie mir aber vor der Hochzeit kein Wort davon gesagt?« Ich gab ihr keine Antwort und sie ging fort. Am nächsten Tage stand ich also in jenem Nebenzimmer hinter der Türe und hörte zu, wie sich mein Schicksal entschied. In der Tasche hatte ich meinen Revolver. Sie war etwas eleganter als gewöhnlich gekleidet und saß am Tisch, während Jefimowitsch sich anstrengte, im schönsten Lichte zu erscheinen. Und was glauben Sie? Es kam genau so, zu meiner Ehre sei es gesagt, es kam genau so, wie ich es unbewusst vorausgeahnt und vorausgesehen hatte. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Es kam so. Ich hörte eine geschlagene Stunde zu
Und eine geschlagene Stunde währte der Zweikampf zwischen einer überaus edlen und erhabenen Frau und einem verdorbenen, stumpfen Kerl, einem Salonmenschen mit niedriger Gesinnung. Und woher, fragte ich mich ganz bestürzt, woher hat nur dieses naive, sanfte, sonst so schweigsame Geschöpf alle diese Worte und Kenntnisse her? Selbst der geistreichste Lustspieldichter hätte diese Szene voller Hohn und heiliger Verachtung, die die Tugend für das Laster hat, nicht erfinden können. Wie viel Geistesblitze waren in allen ihren Worten und Bemerkungen, wie scharfsinnig waren ihre raschen Antworten, wie wahr und gerecht alle ihre Urteile. Und zugleich diese mädchenhafte Naivität. Sie lachte ihm über seine Liebeserklärungen, Gesten und Anträge ins Gesicht. Er war offenbar mit der Absicht gekommen, die Sache gleich roh anzupacken und hatte solchen Widerstand nicht erwartet. Nun stand er wie ein begossener Pudel da. Anfangs hätte ich ja glauben können, dass es ihrerseits nur Koketterie wäre, die Koketterie eines verderbten, aber geistreichen Geschöpfes, das auf diese Weise begehrlicher erscheinen will. Aber nein, die Wahrheit erstrahlte klar wie die Sonne und alle Zweifel mussten weichen. Nur aus Hass gegen mich, in den sie sich selbst hineingeredet hatte, hatte sie sich in ihrer Unerfahrenheit zu diesem Stelldichein bewegen lassen. Als sie aber vor der Tatsache stand, gingen ihr plötzlich die Augen auf. Sie hatte in ihrer Herzensunruhe nach einer Möglichkeit gesucht, mich irgendwie um jeden Preis zu beleidigen. Und doch schreckte sie im entscheidenden Augenblick vor dem Schmutz zurück. Wie hätte auch dieser Jefimowitsch oder jemand seinesgleichen sie, die Sündenlose und Reine, die ihr Ideal im Herzen hatte, verführen können? Im Gegenteil, er rief bei ihr nur Gelächter hervor. Die ganze Wahrhaftigkeit ihres Wesens kam zum Durchbruch und ihr Widerwille äußerte sich in Sarkasmus. Wie gesagt, dieser Hans Wurst stand schließlich wie ein begossener Pudel da. War ganz kleinlaut geworden, so dass ich fürchtete, er könnte sie aus niedriger Rachsucht beleidigen. Und es sei nochmals zu meiner Ehre gesagt, ich hörte dieser Szene fast ohne Erstaunen zu. Ich hatte gleichsam etwas mir Wohlbekanntes wiedergefunden, war nur deswegen hingegangen, um es wiederzufinden. Als ich hinging, glaubte ich im Grunde an keine der Beschuldigungen, obgleich ich mir auch den Revolver eingesteckt hatte. Das ist die ganze Wahrheit. Hätte ich von ihr überhaupt etwas anderes erwarten können? Hätte ich sie sonst geliebt, geschätzt, geheiratet? Oh, ich sah, wie sehr sie mich hasste, sah aber auch zugleich, wie unverdorben sie war. Ich machte der Szene plötzlich ein Ende, indem ich die Türe öffnete. Jefimowitsch sprang auf. Ich nahm sie bei der Hand und forderte sie auf, mit mir zu gehen. Jefimowitsch fand seine Fassung bald wieder und lachte laut auf. Oh, gegen die geheiligten Rechte des Gatten kann ich nichts machen. Führen Sie sie nur fort. Und wissen Sie, rief er mir nach, obwohl sich ein anständiger Mensch mit Ihnen nicht schlagen kann, stehe ich doch aus Achtung für die Dame zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie es nur riskieren. Sie hören, sagte ich ihr, sie einen Augenblick auf der Schwelle zurückhaltend. Auf dem Wege nach Hause sprach keiner von uns ein Wort. Ich führte sie am Arm und sie ließ sich von mir führen. Sie war sogar furchtbar bestürzt und blieb es auch, als wir die Wohnung erreichten. Sie setzte sich auf einen Stuhl und heftete auf mich ihren starren Blick. Sie war ungewöhnlich bleich. Auf ihren Lippen spielte zwar ein spöttisches Lächeln, sie sah mich aber seltsam feierlich und herausfordernd an und schien ernsthaft daran zu glauben, dass ich sie sofort mit dem Revolver niederschießen würde. Ich nahm den Revolver schweigend aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Sie blickte jetzt abwechselnd auf die Waffe und auf mich. Beachten Sie bitte folgenden Umstand. Dieser Revolver war ihr schon bekannt. Ich hatte ihn mir noch bei der Eröffnung meiner Leihkasse angeschafft und er war immer geladen. Als ich das Geschäft gründete, beschloss ich, mir weder große Hunde
noch einen starken Diener, wie ihn zum Beispiel Mose hatte, zu halten. Denn bei mir öffnet die Köchin die Türe. Ein Leihkassenbesitzer darf aber doch nicht ganz auf Selbstschutz verzichten. Daher hatte ich den geladenen Revolver. Sie zeigte schon gleich im Anfang Interesse für den Revolver und ich musste ihr das System und die Handhabung erklären. Ich überredete sie sogar einmal, mit dieser Waffe nach einem Ziel zu schießen. Ich bitte Sie, dies alles zu beachten. Ohne ihren verstörten Blicken weitere Beachtung zu schenken, legte ich mich halb angekleidet ins Bett. Ich fühlte mich sehr matt. Auch war es schon 11 Uhr geworden. Sie blieb noch etwa eine Stunde regungslos auf ihrem Stuhle sitzen. Dann löschte sie das Licht aus und legte sich gleichfalls angekleidet auf den Divan, der an der Wand stand. Das war das erste Mal, dass sie sich nicht zu mir ins Bett legte. Wollen Sie bitte auch diesen Umstand merken.